Wir sind im Museum der Neuen Galerie Graz in der Ausstellung Das gezeichnete Ich zwischen Auslöschung und Maskierung. Die Ausstellung versammelt 12 internationale Künstlerpositionen, die sich mit dem eigenen Selbstbildnis im Medium der Zeichnung auseinandersetzen. Das Selbstporträt, das Selbstbildnis hat natürlich eine lange kunsthistorische Tradition und steht eigentlich seit der Renaissance für einen souveränen Ausdruck des Künstlers, für die Autonomie des Künstlers. Im 20. Jahrhundert wird dieses Selbstbildnis zunehmend aufgebrochen und man sieht auch, dass die Zweifel des Subjekts, die Zweifel des Individuums, die Erschöpfungszustände, die fehlende Souveränität Eingang in dieses Darstellungsmedium findet. Die Arbeiten der Ausstellung zeigen Gesichter, die aufgebrochen sind, die aufgelöst sind, die merkwürdige Transformationen oder Metamorphosen einnehmen, hybride Gestalten und radikale Selbstdarstellungen. Die Frage, die der Ausstellung auch zugrunde liegt, ist, inwieweit es sich bei diesen sehr radikalen oder teilweise auch schockierenden Selbstdarstellungen wirklich nur um subjektive Auseinandersetzung mit dem eigenen Selbst, mit der eigenen Existenz handelt oder ob es nicht dabei auch immer um eine Zeitanalyse geht. Die Künstler sind aus unterschiedlichen Generationen. Wir haben mit Maria Lasnik, Günter Brus oder auch Walter Bichler eine Generation, die bereits in den 40er, 50er, 60er Jahren die Bühne des Geschehens betritt und die in dieser Zeit schon das Selbstporträt sehr, sehr radikal aufbrechen. Die Aktionsskizzen von Günter Brus wären ein bedeutendes Beispiel hierfür. Gleichzeitig gibt es auch jüngere Künstlergenerationen, die sich mit dem Selbstbild auseinandersetzen, die verstärkt ein Rollenspiel spielen und das Selbstporträt ebenso aufbrechen, ebenso deformieren, ebenso neue Möglichkeiten einer Neuformulierung auch finden dafür. Es gibt eine Theoriebegleitung quasi zu diesen Tendenzen, hat man in den 60er Jahren vom Tod des Autors gesprochen oder Michel Foucault vom Ende des Menschen überhaupt. So ist in den letzten Jahren verstärkt vom fraktalen Ich die Rede, von verschiedenen Ich-Vielheiten oder auch vom erschöpften Selbst. Die Erschöpfungsdepression, die zum Beispiel unsere Gesellschaft immer mehr einnimmt oder verschiedene Personen dieser Gesellschaft, schlägt sich natürlich ebenso in diesen Selbstbildnissen nieder. Und man findet immer wieder geworfene Individuen, man findet immer wieder aufgelöste Darstellungen, man findet immer wieder diese Zweifel und Unzulänglichen ausformuliert. Der Mensch oder das Individuum wird in der heutigen Zeit natürlich sehr, sehr stark von gewissen Vorstellungen bedrängt. Es gibt gewisse Schönheitsvorstellungen, Schönheitsideale, einen Körperkult, es gibt die Selbstverwirklichungsideologien. Also diese gemeinen Identitäten, diese Parameter, wie man eine Identität generiert, die brechen immer mehr weg. Und was bleibt, ist an und für sich eine gewisse Unsicherheit. Und die Frage, die dieser Ausstellung im Wesentlichen zugrunde liegt, ist, welche Möglichkeiten, welche Formen gibt es, diese Unsicherheiten, diese Unzulänglichkeiten, diese Zweifel am Individuum, diese Zweifel an der Identität darzustellen? Diese Ausstellung nähert sich, wie gesagt, mit verschiedenen Blickpunkten aus unterschiedlichen Jahren, aus unterschiedlichen Generationen diesem Thema an und kulminiert, denke ich, in einer Aussage von Gilles Deleuze und Félix Guattari, die gemeint haben, das Gesicht hat Zukunft, aber nur, wenn es aufgelöst und zerstört wird. Denn sie selbst haben das Porträt eigentlich immer als, oder das Gesicht als Schauplatz verstanden, als Schauplatz für eben diese diversen Machtverhältnisse, die diese diversen Einwirkungen der Gesellschaft und der Politik.